Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei mir in der Häkelhölle. Ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge von meinem Häkeltalk. Und ja, ich sitze hier an einem neuen Projekt, was noch nicht verraten wird, was es wird. Wird eine Überraschung. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr grau und ich hoffe, es wird sehr, sehr schön. ja, bleibt zu hoffen, wir werden es sehen. Ich gehe einfach mal davon aus und arbeite fleißig weiter. Ich weiß nicht, an welchen Projekten ihr gerade so sitzt und freue mich auch immer über Fotos von euren Ergebnissen auf meiner Facebook-Seite und ja, teile gerne eben auch eure fertigen Werke auf meiner Seite. Und ja, heute habe ich ein Thema mitgebracht. Es wird ja jetzt langsam wärmer. Wir starten in den Sommer, langsam aber sicher, in großen Schritten. Sollten wir zumindest. Das ist ja teilweise auch schon gar nicht mehr so traditionell, dass wir im Sommer 40 Grad im Schatten haben und im Winter minus 20. Manches Mal ist das auch so ein Mischmasch oder das ganze Jahr die gleiche Temperatur durch oder wir ändern einfach mal Winter in Sommer und Sommer in Winter. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir dieses Jahr einen wunderschönen Sommer haben, den man auch Sommer nennen kann, und genieße auch diese Zeit immer. Und freue mich, wenn ich dann eben auch entsprechende Klamotten anziehen kann und wenn es schön warm ist, und ich genieße das einfach. Vorausgesetzt, es ist halt eben nicht unbedingt 40, 45 Grad im Schatten. Das ist mir ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was ich dann ganz besonders gar nicht mag zu diesen Temperaturen, ist einkaufen gehen, also Lebensmittel in Supermärkte gehen. Ganz besonders, wenn ich auch noch Pfandflaschen dabei habe. Ich schaffe es nämlich jedes Mal, dass, wenn ich Pfandflaschen wegbringen möchte, dass ich mindestens 6 Leute vor mir habe, die ihren 5-Jahres-Vorrat an Pfandflaschen zeitgleich wegbringen wollen. Dann zwischendurch klingelt bei dem einen oder anderen, der gerade vorne steht, auch noch das Handy. Dann wird sich lauthals erstmal unterhalten und dann in Zeitlupe so die Flaschen hineingeschoben. Und alle kriegen mit, dass Jacqueline Durchfall hat und der Hund auf den Teppich gekotzt hat und die Oma kein Vanilleeis mag und ach ja, man soll ja auch noch Spinatpizza mitbringen und so weiter und so fort. Also alles Dinge, die einen überhaupt nicht interessieren. Und dann kommt eben halt auch noch die Tatsache ja da zusammen, dass eben auch so laut dann eben diskutiert wird, als man bekommt dann ganz schnell als Zuhörer das Gefühl, dass die Leute gar nicht merken, dass es ein Handy ist, wo sie ganz normal reinsprechen können, ein ganz normaler Telefonhörer, nur ohne Schnur, und irgendwie man hat irgendwie das Gefühl, dass sie die Schallwellen höchstpersönlich beim Empfänger vorbeibringen wollen, so laut ist es teilweise. Also es schallmeit durch den ganzen Supermarkt und man steht da triefnass. Und gerade wenn man eben so wie ich halt eben im Alltag auch mit Panikattacken zu tun hat, die sich eben unter anderem mit Hitzewallungen bekannt machen oder jetzt in den Vordergrund treten. Und man steht da schon bei 40 Grad im Schatten und oftmals sind diese Pfandflaschenautomaten ja in diesen Vorhallen von Supermärkten, die nicht klimatisiert sind, wo dann eben locker auch mal die Sonne drauf knallt und man eben glatte mal 60 Grad hat. Also schön saunamäßig. Und dann krakeln da vorne die Leute auch noch rum und ja, ist einfach wunderschön und man weiß, dass man so den ganzen Abend dort verbringen wird, bis man dann endlich selber mal dran ist mit seinen 3 Pfandflaschen, weil man wird auch nicht vorgelassen, weil jeder ist sich selbst der Nächste. So, und im Grunde genommen entsteht da so eine Stimmung, da wartet man eigentlich nur noch drauf, dass so ein Supermarktmitarbeiter kommt und so ein Saunaaufguss macht und einmal mit dem Handtuch noch rumwedelt irgendwie, damit wir dann alle noch genießen können die Zeit. Am schönsten ist dann aber, wenn man fertig ist und man seinen großen Wochenendeinkauf hat und an der Kasse steht und dann steht hinter einem so ein abgemagerter Typ, Marke, Klischee, Informatikstudent mit so einer DE-Tütensuppe, so ein kleines Tütchen. Man dreht sich um und fragt, hast du nur das? Und er sagt, ja, schon voller Erwartung. Und dann dreht man sich einfach um und sagt, naja, du hast jetzt genug Zeit zu überlegen, ob du nicht doch noch was vergessen hast. Und man schaufelt da sein ganzes Zeug da aufs Fließband und ja, hat eben seinen Spaß dabei. Also Supermärkte, ja, die ja, fördern halt eben alles Mögliche noch zutage, was man da so lustig
erleben kann. Dann geht es zum Bezahlen. Die Kassiererin, also es ist so ein Wettbewerb, ne? Die Kassiererin zieht das Zeug da über den Scanner und man grappelt einfach so schnell hinterher. Es ist irgendwie so ein Wettbewerb. Wer schneller von uns beiden? Bis dann auch mal Hildegard von hinten ihren Einkaufs-Porsche einem voll in die Hacken rammt, weil man nicht schnell genug da wegkommt, ne? Und einem vor Schreck die Kauleiste aus dem Mund fliegt und vor lauter Schmerzen direkt in die Kuchenablage des Bäckers, der seine Filiale mit neben den Kassen stehen hat. Also so ein Supermarkt, ganz besonders im Sommer, ja, ist so eine Erlebnisreise wert, besonders spät abends eben, wenn die Leute auch schon durchgeschwitzt sind, da macht es richtig Spaß. Also mit Sicherheit gibt es noch viel mehr zu erzählen. Das werde ich irgendwann in den nächsten Folgen meines Häkeltalks fortsetzen. Also Supermärkte, da kann man richtig was erleben. Das ist so ein Abenteuerspielplatz, ähnlich wie Heidepark oder Phantasialand in Brühl. Also immer schön hingehen, ganz besonders im Sommer. Macht richtig Spaß, besonders an den Pfandflaschenautomaten. Und wenn euch die Kassiererin das nächste Mal fragt, ob ihr Punkte sammelt, dann bestellt der Tante mal einen schönen Gruß von mir. Und ich wünsche euch jetzt alles Gute, viel Spaß erstmal beim Weiterhäkeln. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!